Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Heute geht es um die Volksdroge Alkohol. Der Alkohol, dein Freund und Helfer. Das ging mir die letzten Tage immer so durch den Kopf, als ich dabei war, dieses Video vorzubereiten. Da dachte ich, ja, so sehen ihn viele. Jeder Deutsche ab 15 Jahren trinkt im Jahr 10,7 Liter reinen Alkohol, das entspricht einer Badewanne voll Bier, Wein oder anderen Spirituosen. Alkohol ist in unserer Gesellschaft das am weitesten verbreitete Genussmittel. Seine Wirkung wird gleichzeitig ge- und unterschätzt. Der Übergang zwischen Genuss und Missbrauch bzw. Sucht ist fließend und das macht den Umgang mit Alkohol so schwierig. Warum trinken wir Alkohol? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Bei Wikipedia heißt es, Alkoholkonsum ist das Trinken von alkoholischen Getränken, gemeinhin als Alkohol bekannt, zu Genuss- und Rauschzwecken, wobei die euphorisierende Wirkung des Alkohols ausgenutzt wird. Und das scheint auch das Einzige zu sein, was am Alkohol positiv ist. Alkohol hat viele Kalorien, keine Nährstoffe, er vernebelt die Sinne, wir fühlen uns besser, beschwingter, mutiger, leichter und er hilft uns, die weniger schönen Dinge in unserem Leben zumindest vorübergehend auszublenden. Stellt euch die folgende Situation vor, ihr habt eine Einladung zum Essen, die Stimmung ist nett, die Unterhaltung ist gut, schöne Musik und dann bietet euch jemand ein bisschen Gift an und er versichert euch, keine Sorge, es wird euch nicht umbringen, es schmeckt angenehm, ein bisschen süßlich vielleicht, nach kurzer Zeit hebt sich die Stimmung, man wird locker und lustig, irgendwann fällt das Sprechen schwer, der Gang wird wankend. Vielleicht werdet ihr müde oder schlaft sogar ein. Am nächsten Morgen tut der Schädel weh und vielleicht nicht nur der. Und jetzt stellt euch vor, ihr müsstet dieses Gift kaufen und es zur nächsten Einladung selber mitbringen. Geld für Gift ausgeben. Was für ein Unsinn, oder? Ich habe jetzt eine alphabetische Liste mal wieder gemacht, um Doppeltnennungen zu vermeiden, was Alkohol im Laufe der Zeit mit uns macht. Nicht alles trifft auf jeden zu, nicht alles kommt bei verschiedenen Menschen zur gleichen Zeit. Wir sind verschieden, unsere Körper gehen unterschiedlich mit Alkohol um, aber unter dem Strich kann alles, was ich jetzt nennen werde, passieren. A. Anämie. Eine extreme Reduktion der roten Blutkörperchen. Das ist ein problematischer Sauerstofftransport. Die Folgen sind Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Schwindel, Benommenheit. Bierbauch. Alkoholkonsum sorgt für Übergewicht und Bierbauch. Bierbauch ist auch besser bekannt als Viszeralfett, das Bauchfett, das ist das Fett, was nicht außen auf dem Körper ist, sondern zwischen den Organen im Bauchraum. Und dieses Bauchfett hat eigene Funktionen und ist ein eigenständiges Organ und beeinflusst viele Systeme des Körpers. Die Folgen des Bauchfetts können sein Herzinfarkt, Bluthochdruck, Schlaganfall, Arteriosklerose, Diabetes, hohe Triglyceride, Blutfette sind das, das metabolische Syndrom, Thrombose, Alzheimer, Krebs. Dem Bauchumfang als Maß für das Viszeralfett wird eine bessere statistische Vorhersagegenauigkeit für das Erkrankungsrisiko zugeschrieben als dem BMI, Body Mass Index, und dem Taille-Hüft-Quotienten. Aber auch ohne Bauchfett ist das Risiko nicht null. Bluthochdruck. Das ist eine Störung im vegetativen Nervensystem.
Dieses regelt Konstriktion und Dilatation der Blutgefäße, das ist das Zusammenziehen und das Erweitern. Stress, Temperatur, körperliche Anstrengung verändern den Blutdruck. Alkohol erhöht den Blutdruck. Das kann chronisch werden bei ständigem und andauerndem Alkoholkonsum. Die Folge sind Nierenschäden, Herzkrankheiten, Schlaganfall. Demenz. Das Gehirnvolumen reduziert sich im Alter bei jedem Menschen. Normalerweise im Schnitt um 1,9% pro Dekade, also alle 10 Jahre. Der Alkohol beschleunigt diesen Prozess, führt zu Gedächtnisverlust und Demenzsymptomen. Das Gehirn verliert die Fähigkeit zu planen, zu bewerten, Probleme zu lösen. Der Nährstoffmangel durch Alkoholmissbrauch verursacht andere, weitere Demenzformen. Depression. Alkohol und Depressionen gehen Hand in Hand. Es gab eine große Studie in Neuseeland, die den Nachweis erbracht hat, dass Abstinenz Depressionen verbessert. Verzicht auf Zucker übrigens auch. Gehört zwar jetzt nicht hierher, doch gehört auch hierher, weil Alkohol wird ja aus Zucker unter anderem hergestellt. Also passt es schon auch. Man diskutiert die Frage, was kam zuerst? Verursacht Depression den Alkoholmissbrauch oder ist der Alkohol an den Depressionen schuld? Epileptische Anfälle. Alkohol kann epileptische Anfälle bei Nicht-Epileptikern provozieren und die Wirkung der Epilepsie-Medikamente verändern. Fettleber. Auch mäßiger Alkoholkonsum führt auf die Dauer zu einer Fettleber. Gewicht. Alkohol entsteht aus Zucker oder Stärke. Alkohol enthält 7 Kalorien pro Gramm. Im Vergleich dazu Kohlenhydrate und Eiweiß 4 Kalorien pro Gramm, Fett 9 Kalorien pro Gramm. Alkohol liefert nur leere Kalorien. Auch wenn er Spuren, also im Rotwein zum Beispiel, an Vitaminen und Mineralien enthält. Alkohol verhindert, dass Körperfett verbrannt wird. Unser Körper will den Alkohol loswerden und solange er damit beschäftigt ist, widmet er sich nicht seinen normalen Aufgaben, wie zum Beispiel der Aufnahme von Nährstoffen und der Fettverbrennung oder dem Abtransport von Schadstoffen. Alkoholiker haben anfangs Übergewicht, später leiden sie an Mangelernährung und sind dann Spindeldürre. Gicht, verursacht durch Harnsäure in den Gelenken, das ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Vererbung spielt natürlich eine Rolle. Alkohol und Ernährung, also auch Fruchtzucker und solche Sachen, erledigen den Rest. Herzkreislauf. Alkohol trägt dazu bei, dass Blutplättchen zusammenkleben. Die Folge ist Herzinfarkt oder Schlaganfall. Eine Studie aus 2005 von der Harvard-Universität. Alkohol verdoppelt das Mortalitätsrisiko bei Menschen, die einen Herzinfarkt überlebt haben. Alkohol verursacht die Schwächung des Herzmuskels und Herzrhythmusstörungen sowie Vorhofflimmern, das sind Zuckungen der Herzkammern, anstatt normales Zusammenziehen. Dies kann Blutgerinnsel und Schlaganfälle auslösen. Er verursacht auch Kammerflimmern, das ist chaotische Zuckungen der Herzkammern. Die Folge ist Bewusstlosigkeit und Tod, falls nicht sofort Hilfe geleistet wird. Intensiver Alkoholgenuss verursacht durch Ausschütten bestimmter Hormone die Verengung der Blutgefäße und hohen Blutdruck. Dies hat negative Folgen, einen negativen Einfluss auf das Herz. Die Folgen sind Angina und Herzversagen. Der Schlaganfall ist eine potenziell tödliche Komplikation beim Komasaufen. Das ist ja Mode mittlerweile. Die Folge: schwankender Blutdruck und aktivierte Thrombozyten, das sind die Blutplättchen. Und diese tödliche Kombination erhöht das Risiko eines Hirnschlags. Hirnschädigung. Alkohol wird im Zusammenhang gebracht mit Gedächtnislücken,
verschwommenem Sehen, verwaschener Sprache, schwankendem Gang, verlängerte Reaktionszeit. Alkohol beeinflusst die Rezeptoren und Neurotransmitter im Gehirn und stört kognitive Funktionen, Stimmung und Emotionen. Weil Alkohol das zentrale Nervensystem unterdrückt, werden Informationen nicht mehr richtig verarbeitet. Die Problemlösungskapazität lässt nach. Der Effekt von Alkohol auf Serotonin- und GABA-Rezeptoren führt zu neurologischen Veränderungen. In alkoholisiertem Zustand reduziert sich die Angst vor Konsequenzen als Folge auf das eigene Verhalten. Und so trägt Alkohol zu riskantem und gewaltbereitem Verhalten bei. Alkohol stört die Feinmotorik und das Gleichgewicht. Stürze und Unfälle sind die Folge. Bekannt sind die Blackouts, auch bekannt als Filmriss. Über Jahre andauernder Alkoholkonsum beschleunigt den Alterungsprozess des Gehirns und kann zu Demenz führen. Bis zum Alter von 24 Jahren befindet sich das Gehirn noch in der Entwicklung. Deshalb sind junge Erwachsene, die zu viel Alkohol trinken, ganz besonders gefährdet. Immunsystem. Alkohol schwächt das Immunsystem, macht den Körper empfänglicher für Infektionskrankheiten wie Lungenentzündung und Tuberkulose. Alkohol verändert rote und weiße Blutkörperchen und Blutblättchen. Die Leukozyten werden weniger, das sind die weißen Blutkörperchen, weil die Produktion neuer Zellen unterdrückt wird und die Zellen in der Milz festhängen. Die Folgen ist eine reduzierte Infektionsabwehr. Infektionskrankheiten. Alkoholkonsum beeinträchtigt das Immunsystem und erleichtert Infektionen wie zum Beispiel Tuberkulose, Lungenentzündung, HIV, AIDS. Das Risiko einer Geschlechtskrankheit verdreifacht sich unter Alkoholeinfluss. Manche Geschlechtskrankheiten führen zur Unfruchtbarkeit. Die Bereitschaft zu riskantem Geschlechtsverkehr steigt unter Alkoholeinfluss. Krebs. Trinken erhöht das Krebsrisiko. Wissenschaftler vermuten die Ursache in der Umwandlung von Alkohol zu Acetylaldehyd. Dies verursacht den Kater am nächsten Morgen unter anderem und ist ein potenzielles Karzinogen. Betroffen sind vor allem Mund, Rachen, Kehlkopf, Leber, Brust, Darm. Alkoholkonsum ist neben dem Rauchen einer der Hauptrisikofaktoren für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das ist eine ganz besonders miese und aggressive Krebsform. Darüber habe ich vor ein paar Wochen ein Video gemacht, das könnt ihr euch ansehen, wenn euch das interessiert. Wer viel trinkt, hat generell ein höheres Krebsrisiko als Raucher. Und bei Rauchern weiß man ja schon, dass die nicht gerade ein geringes Risiko haben. Leberzirrhose. Alkohol hat eine toxische Wirkung auf die Leberzellen. Zunächst entsteht die reversible, umkehrbare Fettleber. Diese wird langfristig zur Leberzirrhose. Das ist dann nicht mehr umkehrbar. Schrumpfleber ist das. Die Leber ist dann so vernarbt, dass sie nicht mehr funktionsfähig ist. Niemand kann sagen, wer eine Leberzirrhose bekommt und wer nicht und wie lange es dauert. Manchmal ist man erstaunt, wie wenig Alkohol erforderlich ist, dass man seine Organe schädigt. Und das trifft natürlich vor allem zu, wenn die Leber bereits vorgeschädigt ist durch eine ungesunde Ernährung zum Beispiel. Bei Frauen ist das Risiko deutlich höher als bei Männern. Also Frauen, die der Meinung sind, die Männer unter den Tisch saufen zu können, denkt da lieber nochmal drüber nach. Das ist keine gute Idee. Magen-Darm-Probleme, Magengeschwüre. Alkohol verursacht Probleme mit dem Verdauungstrakt. Magengeschwüre, Sodbrennen, Entzündung der Magenschleimhaut, Gastritis. Bei einem vorgeschädigten Verdauungstrakt führen vergrößerte Venen in der Speiseröhre zu inneren Blutungen. Hier besteht ein Zusammenhang mit einem chronischen Leberschaden.
Alkohol stört die Magensäureproduktion, verlangsamt die Leerung des Magens. Gastroparese nennt man das, könnt ihr googeln. Und damit den Stoffwechsel, die gesamte Verdauung und stört die Muskelbewegungen im gesamten Verdauungstrakt, also auch im Darm, die Peristaltik. Mangelernährung, Vitaminmangel. Alkohol als Ursache für Mangelernährung und Vitaminmangel. Viele Trinker vernachlässigen ihre Ernährung. Die wenigen Nährstoffe, die sie essen, werden nicht richtig aufgespalten und resorbiert. Der Alkohol unterbricht die Produktion roter Blutzellen im Knochenmark. Blutungen aus Magengeschwüren führen zu einer Eisenmangelanämie. Eisenmangel ist für sich alleine genommen schon nicht zu unterschätzen und bringt noch einen ganzen Rattenschwanz an anderen Problemen mit sich. Nervenschäden. Alkohol kann Nervenschäden verursachen, wie die alkoholische Neuropathie. Symptome sind unangenehm stechende Schmerzen, Taubheitsgefühl in den Extremitäten, Muskelschwäche, Inkontinenz, Verstopfung, erektile Dysfunktion, also Potenzstörungen. Ursache: Alkohol ist toxisch für Nervenzellen. Nährstoffmangel beeinträchtigt die Nervenfunktion. Osteoporose. Langfristiger Alkoholkonsum, insbesondere wenn er seit der Jugend besteht, kann dramatisch die Knochengesundheit beeinträchtigen. In der zweiten Lebenshälfte wird das Osteoporose-Risiko extrem erhöht in diesem Fall. Osteoporose erhöht das Knochenbruchrisiko, insbesondere des Oberschenkelhalsknochens. Alkohol beeinträchtigt auch die Aufnahme von Kalzium und beeinträchtigt die Vitamin D-Produktion. Ein hoher Cortisolspiegel, der oft eine Begleiterscheinung ist, schwächt die Knochenstruktur zusätzlich und die Wirbelbruchgefahr steigt. Pankreatitis, Bauchspeicheldrüsenentzündung. Alkoholgenuss irritiert die Magenschleimhaut. Das gibt dann eine Gastritis, führt zu einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Chronische Pankreatitis, Bauchspeicheldrüsenentzündung, stört den Verdauungsstoffwechsel, verursacht Bauchschmerzen und Durchfall. Gallensteine können eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse verursachen. Aber 60% aller Entzündungen sind die Folge von Alkoholkonsum. Produktionsausfall durch Unfälle, Betriebsunfälle, krankheitsbedingte Abwesenheit vom Arbeitsplatz, Präsentismus, also Anwesenheit trotz Krankheit, das sind wirtschaftliche Folgen. Psyche, starker Alkoholkonsum verändert langfristig die Persönlichkeit. Folgen sind Unzuverlässigkeit, Reizbarkeit, Unruhe, übertriebene Eifersucht, vielfältige Ängste, Depressionen, Selbstmordgedanken. Die Diagnose psychische Verhaltensstörungen durch Alkohol ist die dritthäufigste in der Krankenhausstatistik und bei Männern ist sie sogar die häufigste. Unfälle, Verletzungen. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Alkohol und Autounfällen, häuslicher Gewalt, Stürzen, Ertrinken, berufsbedingten Verletzungen, Tötungsdelikten und Suizid. Die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu beherrschen, ist schon nach einem Glas reduziert. Je mehr man trinkt, desto größer das Risiko. Keine Form des Alkohols ist absolut risikofrei. Verdauungsprobleme. Das hatte ich unter Magen-Darm schon abgehandelt. Zeugungsfähig oder Unfähigkeit, reduzierte Potenz und verminderte sexuelle Erlebnisfähigkeit bei Mann und Frau sind die Folge von regelmäßigem oder überhöhtem Alkoholkonsum. Wie viel kann man nun trinken, ohne sich über all diese Dinge Sorgen machen zu müssen? Auch dazu gibt es keine eindeutige Antwort. Man spricht von einem Glas, ein normales Glas, pro Tag
für eine Frau und maximal 2 für einen Mann, wobei an 2 Tagen die Woche kein Alkohol getrunken werden sollte. Und da ist mein Motto, weniger ist besser. In der Forschung gibt es Informationen darüber, dass eine Gehirnerschütterung in der Jugend das Risiko von Alkoholmissbrauch im Erwachsenenalter erhöht und Alkohol erhöht das Schlaganfallrisiko mehr als Blutdruck und Diabetes. Ich würde mal sagen, das will was heißen. Ja, ich habe gut reden. No? Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Schon seit Jahren nicht. Nein, nicht mal an meinem Geburtstag, nicht mal an Silvester. Der ganz einfache Grund dafür ist, dass ich Alkohol nicht mag. Insofern habe ich es natürlich leicht zu sagen, lasst den Alkohol weg. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und drüber nachdenkt, viele Kinder oder Jugendliche, wenn die das erste Mal den Geschmack von Alkohol im Mund haben, die schütteln sich eigentlich. Das ist kein Geschmack, den man von Natur aus sofort toll findet, sondern das ist ein gewöhnter Geschmack. Man gewöhnt sich im Laufe der Zeit daran, den Geschmack gut zu finden. Das ist wie beim Rauchen. Am Anfang findet niemand Zigaretten toll und hustet sich die Lunge aus dem Leib. Und erst wenn die Sucht dann so richtig etabliert ist, schmecken in Anführungszeichen einem die Zigaretten. Und so ist das beim Alkohol auch. Also es ist nichts, was der Körper braucht. Man kann sehr gut ohne Alkohol leben. Ich bin das Paradebeispiel dafür. Sicher, ich habe es leichter, weil er mir nicht schmeckt. Aber ich denke mir, mit all dem, was ich hier jetzt gerade genannt habe, würde ich wohl auch auf den Alkohol verzichten, wenn er mir schmecken würde. So, diese Entscheidung muss aber jeder für sich selber treffen. Weniger ist mehr, das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und ansonsten wünsche ich bei der Reduktion gutes Gelingen. Ich danke euch fürs Interesse, wünsche euch wieder ein schönes Wochenende, freue mich auf das nächste Mal und sage euch Tschüss und bis bald.